Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Vorprogramm zum Rhein-Derby. Es läuft. Der Auswärtsblock schon mit guter Laune direkt in den ersten Minuten. Wie gesagt, knapp 700 dürften es sein, die mitgereist sind. Schwermann. Und das ist ein super Ball auf Mause. Nur einen kleinen Ticken zu lang, aber das war's, was die Alemannia braucht, dass man dann auch mal den vertikal durchstarten sieht und schickt. Darf ich sagen, ehemaligen Verein, genau, ja. Wo ich als Trainer tätig war. Jetzt sind wir wieder in einer neuen Situation. Gucken wir nochmal. Schauen wir uns das erstmal an. So Mause wäre potenziell durch gewesen, aber das war wirklich, das war tatsächlich ein Ticken zu wenig. Nächster gefährlicher Abschluss oder naja, potenziell gefährlicher Abschluss. Also, so gefährlich war es dann am Ende doch nicht. Und das ist ein guter Ballgewinn. Steiner gesetzt vom Baum und findet Mause. 1-0 Alemannia Aachen. Kommt aus dem Nichts. Und das Tor geht zu einem großen, zu einem riesigen Teil auf Freddy Baum. Ja. Schauen wir uns nochmal an. Hier Stürmer verliert den Ball. Mit dem Pressure, mit dem Druck. Er kämpft sich da gut den Ball und dann das Auge. Sieht Yannick Mause, der Ball ist perfekt gespielt. Und Yannick Mause lässt sich die Chance. In den letzten Jahren ist es so, dass der eine andere tatsächlich dann den Durchbruch auch irgendwo dann geschafft hat. Ja. Ja, und da sind ein, zwei potenzielle Jungs dabei, die das auch machen können. Und das ist einer von denen. Natürlich. Auf beiden Seiten treffen die Torjäger vom Dienst. Yannick Mause bei Aachen und Semir Telalovic bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. So, der Ball ist absolut Zucker. Meuer mit der Brust legt er ab. Oder Meuer spielt ihn rein und Schröers mit der Brust legt er ab auf Semir Telalovic, der mit Saisontreffer Nummer 12. Ne, das ist ja. Das wäre alles andere, wäre ja auch sehr verwunderlich. Mause, guter Abschluss. Hätte ich tatsächlich fast gerne mal die Wiederholung gehabt, weil ich glaube, dass Mause da auf jeden Fall sehr, sehr hart an der Kante zum Abseits war. Aber vom Schiedsrichter gespannt, wurde da direkt gesagt, nee, alles gut. Schauen wir da nochmal, Dreier haben wir natürlich nicht drauf, die Szene. Und der Abschluss. Eigentlich ganz gut, wobei ich an seiner Stelle vielleicht auch drüber nachgedacht hätte, ihn ins kurze Eck rechts oben rein. Oh, guter Ball. Ja, der Ball war stark und das ist ein sehr starker Abschluss. Und dann ist das 2-1. Steffen Meuer. Ich da die Glückwünsche von seinem Team. Und die Wiederholung würde ich gerne nochmal sehen. Super Laufweg von dem Stürmer. Ein überragender Ball, sehr gut mitgenommen. Der Abschluss war schon stark. Schade, dass der Abschluss nicht direkt drinnen war. Aber dann weiß ich nicht, werden wir mal gleich sehen. So, Mitnahme, Weltklasse. So. Und dann ja, ist es ein bisschen unglücklich. John kriegt ihn an den Rücken, kriegt ihn nicht gepackt. Und dann ist das einfach klug auch von Meuer, der nachsetzt, der da ist in dem Moment. Und die Jungfohlen vor Freude wiehern lässt. Meinung nochmal umzustimmen, ist ein etwas härterer Spielertyp im Vergleich zu Julian Schwermann. Für Beckhoff 3-1. Der Joker sticht und das mit dem ersten Torabschluss vornehmen. Da wirst du doch bekloppt. Es geht so einfach dann. Er hat auch wahnsinnig viel Platz. Heinze viel zu weit weg. Und da kann auch noch Jon hinterher gucken. Das ist der erfolgspringende Mittel.
Und das jetzt eine riesen Konterchance. Per Lockel kann auf rechts Telalovic mitnehmen. Telalovic! Nicht mit dem 4-1. Die spielen super aus, den Konter. Wenn ich jetzt wandern, willst du das aufmachen? Beckhoff, oh, das ist grandios. Phil Beckhoff tanzt da einmal ganz Aachen aus. Und während bei den Verteidigern noch schwindlige Sterne über den Kopf kreisen, hält Marcel John Aachen in der Partie. Und dann Schröers Zweifel, wie er durchkommt. Telalovic hat ein, zwei Anspielmöglichkeiten in der Mitte. Nimmt sich dann aber lieber die Zeit, um wieder hinten rauszugehen. Locke, Locke. John geht auf Tauschstation. Mutiger Schuss, aber sehr gut genommen von Per Locke. Hat viel zu viel Zeit, viel zu viel Platz, um dann auch da abzuschließen. Tickt nochmal auf. Ganz tückisch für Marcel John. Und das macht Wilkaslan sehr gut, wie er sich dadurch bewegt, durchtankt. Marcel John verändert das 4-1 mal wieder. Mika Schröss, also der Einzige, der heute wirklich auf sehr gutem Niveau bei Aachen spielt, ist Marcel John. Und Kiewicz hat den Blick auf die Uhr gerichtet und pfeift jetzt ab. 3-1 schlägt Borussia Mönchengladbach 2 die Kaiserstadt-Kicker von Alemannia Aachen. Und das Ganze geht so absolut in Ordnung. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.